Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Kirby's Adventure Wii. Und wir haben lila Grütze, die uns was Böses will, die uns aufessen will oder die uns einsaugen will. Wir lassen uns aber nicht einsaugen. Wir schwimmen durch diese Brühe, die etwas aussieht wie Kakao ohne Kakaobrille. Oder wie auch immer. Wie kommen wir denn da durch? Ach so, na. Ja, mein Gehirn ist heute ein bisschen... Das muss erstmal laden, um genau zu sein. Ja, mein Gehirn muss noch ein bisschen... ich bin auch ein bisschen angestrengt von der Arbeit. Eigentlich nicht, nein. Ich versuche nur wieder Ausflüche zu finden. Lasst mich halt auch mal. So, was war das? Ach so, es scrollt nach links. Aber gut, dass die Bananen da gelassen haben, dann fühle ich mich nicht so alleine. So, da runter. Und einmal nicht zermatschen lassen. Und dann einmal da runter. Alles kein Problem, das ist jetzt wieder harmloser als das letzte Mal. Das sieht genauso aus wie das Abwasser in dem Abwasserkanal, nur noch widerlicher. Was auch immer es ist. Da ist Milch. Sehr schön. Milch ist gesund. Jeder sollte mehr Milch trinken, wirklich. Das ist nur ein gut gemeinter Tipp. So. Es sei denn natürlich, man hat eine Laktoseintoleranz. Dann sollte man das eventuell nicht tun. Oder? Wie war das noch? So, den Schalter einmal kurz aktiviert. Und dann wird hier alles zermatscht und wir können weitergehen. So, dann hier auch nochmal. Oh gut, das hätte man eventuell ahnen können. Aber da ich heute wieder Bahnschrankenreflexe habe, ist alles nicht so gut gelaufen. Und ich muss auch deswegen wieder von vorne anfangen. Juhu. Darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut, wieder alles von vorne zu machen. Yay. Ach ja. Aber ganz ehrlich, ich habe es auch einfach verdient. Wirklich, wer so hart an der Grenze schlecht spielt, der hat es nicht anders verdient. Und außerdem ist ja ein extra Leben, was mir sowieso wieder entgegengeworfen wird. Das heißt, ich werde eh unendlich Leben haben. Man kann in diesem Spiel gar nicht geben. Wirklich, ich möchte mal wissen, was passiert, wenn man hier Game Over geht. Ich glaube, ich weiß, was passiert. Wenn man in Kirby Game Over geht, dann kommt da so ein Bildschirm. Ihre Wii wird jetzt zerstört. Sie sind zu schlecht, um ein Spieler zu sein. Bitte überlegen Sie sich, ob Sie sich vielleicht ein anderes Hobby suchen. Curling zum Beispiel. Das kommt dann. Ja, da bin ich fest von überzeugt. Das muss ich echt herausfinden. Ganz ehrlich, ich werde am Ende das so machen, dass ich mal Game Over, ein Game Over provoziere, um zu sehen, was dann kommt. Ja. Wahrscheinlich geht dann die Tür von meiner Wohnung auf und dann kommen da so die Entwickler rein und lachen mich aus. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und das würden sie sich auch nicht nehmen lassen, da bin ich mir sicher, wenn sie wissen würden, dass es so einen schlechten Kirby-Spieler gibt. Ach ja, das ist toll. Ich habe so viele Ideen, was passieren könnte. Ja. Vielleicht passiert auch einfach nichts und ich bilde mir einfach wieder zu viel ein, aber ich habe einfach so viel Fantasie. Übrigens, danke, dass die Tür kommt. Ich dachte schon, die grüne Gülle ist mich jetzt auf. Ich bin dieser Samen. Ja. Ich würde mich gerne zu dieser Floor weiterentwickeln. Aber dann habe ich einen Solarbeam ins Knie bekommen. Okay. Der Sphärenspuk. Mein alter Bekannter. Das Tolle ist, wir können ihn mit dem Laub schön umlähmen. Übrigens, habe ich eine kleine Verletzung an meinem Daumen. Ja, ich weiß, eine Runde Mitleid. Aber ist egal, deswegen kann ich irgendwie gerade nicht ordentlich auf die Knöpfe drücken hier. Also zumindest so viel Zweiknopf. So. Ich weiß, ich bin lame. Ich stehe dazu. Mein Bisasam wirst du mir nicht wegnehmen. Mein Bisasam bleibt schön da, wo es ist. Und einmal Rasierblattsturm. Gibt es eine Fähigkeit bei Pokémon, die ein bisschen so an diese Fähigkeit ändert? Nein, eigentlich nicht. Zwei Zahnräder des Glücks. Juhu. Ich liebe es, dass ich nur vier habe, obwohl es hier fünf gibt. Jetzt kann ich extra im nächsten Part... Ja, eine Stage haben wir ja noch. Eine Stage kommt ja noch, bevor wir den Endboss angehen können. Beziehungsweise glaube ich, dass es der Endboss ist, ne? Dieser Drache, der sah schon ziemlich fies aus. Zwar nicht so fies, dass er ein Endboss sein könnte, aber wir sind in einem Kirby-Spiel, deswegen ist er fies genug für den Endboss. Gut, wir haben die Stage beendet. Oh, wo kamen denn die Ninjas her? Ja, aus dem Schatten, so wie es sich Ninjas gehört. So, danke. Gut, dass die alle nichts können. Ah, ist kein Problem für mich. So, zack. Boah, ich habe einfach gedrückt, ohne zu gucken. Ja. Erst handeln, dann denken. So ist es. Stage 2 komplett mit vier Zahnrädern. Das wird sich ändern. Ich werde das letzte Zahnrad im nächsten Part suchen. Ich denke mal, für mehr als eine Stage reicht dieser Part sowieso nicht mehr. Weil hier gibt es die letzten Zahnräder, nämlich die letzten fünf.
Gut, dann gucken wir mal, was hier noch auf uns wartet. Da geht es runter. In Donkey Kong Fass. Und jetzt? Oh, nichts am Matsch! Ja. Ich wollte nur die Temperatur der Lava überprüfen. Ich wollte nur wissen, ob sie auch wirklich heiß ist. Weil man kann sich ja heutzutage nie sicher sein, ob Lava auch wirklich heiß ist. Und los geht's. Los geht's, los geht's. Alles klar. Ihr wollt kämpfen? Dann friss mein... Ich wollte sagen, friss mein... Ich wollte sagen, friss halt nichts und stirb in meinem Magen. Elendlich an meiner Magensäure. Mein Gott, da will man mal etwas Stylisches machen und die Leute mit einem Kamehameha töten und sie unterbrechen mich einfach inmitten eines Kamehamehas. Man unterbricht Leute nicht innerhalb eines Kamehamehas. Genau, nicht in der Genki-Dama auch nicht. Man muss nämlich seine Kraft fokussieren. Und es ist extrem lame. Okay, ich sag ja nichts. Ich war ja auch schon lame genug in diesem Spiel. Übrigens, ich mag diesen Hintergrund. Der ist wirklich schön. Und es ist... Oh mein Gott, war das knapp. Ich möchte das Rasierblatt. Das Bisasam. Hallo? Ihr lustigen Meteoriten? Ihr wollt mich tot sehen? Ich möchte aber auch... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich was verpasse, wenn ich hier nicht alles kaputt mache. Aber ich glaube, so fies sind die Entwickler nicht. Ich gehe alles kaputt machen. Nein, lassen wir es. Wir gehen weiter. Ich werde schon irgendwie alle finden. Hoffe ich. Hoffe ich, denke ich. Was haben wir hier? Ja. Nein, nein, nein. Ich werde die... Hier werde ich mal alles zerstören. Ja gut, die muss ich stehen lassen, sonst werde ich flambiert. Aber es ist die letzte Stage, oder? Weil danach kommt schon der Boss und ich glaube, wenn es wirklich die letzte Stage ist... Oh ja, die beschützen dieses Stück Fleisch aber mit ihrem eigenen Leben. Und das hilft aber nichts, weil gegen Blätter ist halt keine Kraft. Die Fight. Moment. Da mache ich nochmal ein bisschen was kaputt. Ich gucke zumindest mal so ein bisschen eine Maxi-Tomate. Na gut, brauche ich nicht wirklich. Gehen wir weiter. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Aber wie gesagt, das ist die... Da unten. Da unten, wie komme ich da unten hin? Wie komme ich da unten? Da komme ich. Da. So. Das können wir am besten so machen, oder? Wieso? Ah. Alles klar. Das ist Zahnrad Nummer 1. Es ist Zahnrad Nummer 1. Es ist Zahnrad Nummer 1. Schön. Schön, schön. Ich bin begeistert. Gut. Ich möchte den Speer, ja. Ich möchte den Speer. Der Speer, ich muss sagen, so langsam kommen wir ja dem... Oh, Blaubeerei. Nee, das war... doch. Gibt's Blaubeereis? Gibt es Blaubeereis? Wenn nicht, warum nicht? Ich habe noch nie Blaubeereis gegessen. Und ich habe meinen Speer gerade verloren. Wobei, könnte sein. Wenn es Blaubeereis gibt, warum habe ich es noch nie gegessen? Das ist gerade total mindblowing. Wie auch immer, es gibt wahrscheinlich kein Blaubeereis. Aber es war blau. Warum war es blau? Das ist eine Frage, die wahrscheinlich niemand beantworten kann. So, Schneemann, dich möchte ich doch bitte einsaugen. Warum lässt du mich nicht? Doch, lässt du. Indem ich einfach mal hier runtergehe. Ja. Ein bisschen nachdenken würde eventuell nicht schaden. Ich guck mal hier. Nein, das ist nur ein Abgrund, der mich tot sehen möchte. Ja, Abgründe sind heutzutage auch sehr fies. Die wollen einen tot sehen. Ich möchte aber nicht sterben. Was ist da? Das ist Dubior bestimmt wieder. Ja, wenn er Luft erscheint, muss es Dubior sein. So, Dubior. Du bist nämlich einer der Minibosse, die am wenigsten können. Nämlich gegen die Wand fliegen. Ja. Awesome. So. Was war das denn? Ich hatte gerade mit der Eisfertigkeit... Hatte ich gerade mit der Eisfertigkeit was verschluckt? Das geht? Das ist aber auch neu. Also wirklich, der kann noch weniger als die anderen Zwischenbosse. Was kann er eigentlich? Limbo tanzen vielleicht, ja. Aber das hilft ihm nicht wirklich, wenn er mich töten möchte. So, Elektro, oder? Genau, Elektro. Juhu. Irgendwie werden die Aliens heutzutage werden auch immer pussyhafter, oder? Oh. So, das lassen wir explodieren. Was heißt explodieren? Wir lassen es kurz... Doch, wir lassen es explodieren. Aber hier ist nichts mehr. Soll ich mal kurz warten? Mir fehlt doch was. Wehe, mir fehlt was. Ich suche meinen Strick, ich sag's euch so. Oh, dieser... Das ist so ein Wahnsinn. Also dieser Hintergrund gefällt mir wirklich, wirklich gut. Also das ist richtig schön gemacht hier. Und das passt auch so wirklich zum Planeten. Nicht so wie die Eierelektrik. Ich glaube, die Eierelektrik war so ein bisschen irgendwie... So... Wir wissen nicht, was wir jetzt noch... Oh, Flügel.
wir wissen nicht, was wir jetzt noch machen sollen. Lass uns noch irgendeine Welt einbauen. Und dann haben sie gesehen, wie ein Kollege sich die Eier am Tisch aufgeschlagen hat und haben gesagt, ha, wir nennen die Welt Eierelektrik. Das sind so diese Sachen, die so im Büro passieren. Das sind so die Einfälle, die man dann hat, die spontanen Einfälle. Ein Mitarbeiter hat sich die Eier irgendwo aufgeschlagen und dann haben wir die Welt Eierelektrik genannt. Oder so. Gut. Mir fehlt immer noch das zweite Zahnrad. Ich brauche das zweite Zahnrad. Ich brauche es wirklich dringend. Ohne Zahnräder kann ich nicht leben. Wirklich nicht. Da ist eine Tür. Und da ist doch mit Sicherheit ein Zahnrad. Da ist ein Stiefel. Und wenn Stiefel in der Nähe sind, dann heißt das immer, dass auch Zahnräder in der Nähe sind. Kann ich da drauf? Da kann ich drauf. Alles klar. So, nochmal. Und zack. Zack. Oh, das sollte diesmal besser funktionieren. Alles klar, dann müssen wir warten. Aber ich darf nicht zu lange warten, weil sonst wird mein Schuh sich auflösen, weil er von minderwertiger Qualität ist. Ja, so sind die Schuhe heutzutage. So, da gibt es einmal... War das eine Wurst? Eine Bratwurst. Okay, alles klar. Ah, das ist simpel. Dim, 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 dim. Boah, was man hier alles tun muss für ein zweites Zahnrad, nicht wahr? Was man alles für das zweite Zahnrad tun muss, das ist wirklich erstaunlich. Also das zweite Zahnrad war jetzt echt schwer zurück. Oh, okay, es ist wirklich das zweite. Juhu. Schön, ich habe nichts verpasst. Wunderbar. Wobei ich das Level auch nochmal machen würde. Das gefällt mir richtig gut, ja. Schön. Weiter geht's. Was haben wir da? Eine Regenbogentrompete. Ja, sie heißt, glaube ich, so. Und wir fahren nach oben. Einmal hier bitte. Weil ich wähle den Weg, wo man möglichst viel Schaden anrichtet, indem man möglichst viele Viecher tötet. Ich werde sie nicht überleben lassen. Auch nicht die Steine. Ja, da war wieder Blaubeereiscreme. Ich liebe Blaubeereiscreme, obwohl ich sie nie gegessen habe, behaupte ich. So, mein Horn ist gleich weg. Du, wo willst du denn mit dem Schlüssel hin? Sag mir das mal. Kann man hier irgendwo die Schlüssel einlösen? Wahrscheinlich haben wir hier durchgehen. Ich nehme ihn halt einfach mal mit und hoffe das Beste, dass ich ihn hier irgendwo gleich einsetzen kann. Was haben wir hier? So, zack. Machen wir hier mal kaputt. Was ist eigentlich dein verdammtes Problem? Meine Fresse! Ich will doch einfach nur die Welt retten! Warum? Muss er mir mit seiner Faust ins Gesicht schlagen? Gut. Ich nehme den Schlüssel jetzt einfach weiterhin mit. Irgendwo wird er schon reinpassen. Es gibt für jedes Schlüsselloch einen passenden Schlüssel. Du willst sterben. Richtig, 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 richtig. Da klettern wir hoch. Bitte, es muss doch... Mein Schlüssel! Da sind mir die Flügel auch egal. Oh, da ist mein Schlüssel, da ist mein Schlüssel. Gott sei Dank, macht sowas doch nicht mit mir. Oh, also, schnell. Mein Schlüssel ist weg. Ja, ich sterbe. Wie ein Mann in der Lava. Wetten, ich kann nicht zurückgehen. Du wirst das jetzt alles ausbaden, ja, indem ich dich verschlucke und langsam verdaue. Ich werde dich nicht schnell verdauen. Ich werde dich qualvoll sterben lassen in meiner Magensäure. Ach ja. Macht nichts. Sollte ich ein Tor sehen, dann weiß ich ja, dass ich da den Schlüssel gebraucht hätte. Und dann muss ich das auch nicht nochmal nachholen und es euch in ein paar zeigen, weil dann wisst ihr ja, wo das Zauberzahnrad war. Gut, da schnell rüber. Wetten wir, das wäre hier oben gewesen. Das wäre natürlich hier oben gewesen, ja. Nur, seht ihr, wie dieses Zahnrad mich auslacht? Seht ihr es? Das ist voll hart. Es ist hart. Gut, das wäre Zahnrad Nummer 3 gewesen. Ist egal. Und da ist ein Megaschwert. Ja, ein Megaschwert. Das heitert doch wieder auf. Ja. Das heitert wirklich wieder auf, weil das heißt, dass ich jetzt weiß, wo die letzten zwei Zahnräder sind. Auch wenn ich zwei noch holen darf, jetzt gleich offscreen. Ich meine, das eine muss ich euch ja zeigen, das wisst ihr ja wahrscheinlich auch nicht, wo das war. Weil eventuell sieht man das ja in der Aufnahme. Hallo, Opa Klops. Tschüss, Opa Klops. Dich braucht hier keiner, wirklich. Vielleicht sucht Opa Klops auch einfach nur Freunde. Ich meine, wahrscheinlich ist Oma Klops einfach so eine Person, die... mit der kannst du einfach nichts machen. Oma Klops hängt wahrscheinlich die ganze Zeit vom PC rum, zockt WoW und er möchte dann einfach was erleben und deswegen taucht er immer auf und möchte sich mit Kirby anfreunden. Das Problem ist, dass Kirby nun mal ein Megaschwert hat und mit Megaschwertern kann man sich normalerweise nicht anfreunden, wenn sie einem direkt ins Gesicht geschoben werden. Aber nun gut, das ist mir egal.
Opa Klops. Oh, da sind wieder ein paar von denen. Ich zeige euch meine Kendo-Skills und esse eure Pizza auf, die ihr dort aufbewahrt. Haha, oh Mann, ich bin so fies. So, hier, wo gehen wir her? Hier rechts oder hier? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier links her. Gucken wir mal. Das scheint... Ja, es gibt keinen anderen Weg. Ein paar Wasser, geil, Barry, wenn das die Mehrzahl ist. Oh, sehr passend, dass wir gerade das Hackebeil genommen werden, weil Geilbaros Fleisch ist gerade sehr begehrt in der Metzgerei. Oh, super Bonkers. Du bist super zerhackt. In super kleine Stücke. Wo isst man denn bitte Affenfleisch? Die gibt es bestimmt auch. In irgendeinem Land ist es bestimmt eine Delikatesse. Hallo ihr. Ich werde die Säulen hier zerstören und mich hier verstecken. Ja, ja. Ich wusste, dass das passiert. Ich weiß, es war nicht wirklich großartig schwer, das zu erraten, aber who cares? Dubior! Dubior war einmal. Boah, das ist schon ein das reinste Gemetzel hier. So, die Sterne nehmen wir noch mit, dann kriegen wir. Genau, dann kriegen wir vielleicht noch ein extra Leben. Und dann ist hier. Müssen wir da den Vulkan zerhacken oder was? Ja, müssen wir. Wunderbar. Da müsste doch ein Stern auf uns warten. Das ist auch so. Gut, liebe Leute, das heißt, ich werde jetzt hier einmal einen Schnitt machen und dann werde ich im nächsten Part dieses Ding noch clearen und die letzten Zahnräder noch holen. Also das werde ich dann wahrscheinlich offscreen machen müssen. Scheiße, wie mache ich das? Kommt ja schon der Endboss. Naja, ich guck mal, ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal einen Schnitt machen, weil der Part sonst wieder zu lang wird. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Part von Kirby's Adventure Wii.